Einen schönen guten Morgen. Nach dem Meeting mit den Wirtschaftsprüfern werde ich mich jetzt auf den Weg nach China machen. Von Hongkong aus sind es ungefähr 2,5 Stunden, bis ich in Chashan bin. Jetzt über die Brücke nach China und wir sehen hier schon auf der anderen Seite von der Brücke Shenzhen mit den Hochhäusern und den höchsten Gebäuden, die man hier jetzt so in den letzten Jahren gebaut hat. Dann kommt der Zoll und die Zollkontrolle und das wird alles dann gar nicht so einfach, aber wir werden das schon schaffen. Nach vielem Hin und Her an der Grenze und den Zollformalitäten, Passkontrollen, habe ich es jetzt endlich geschafft, nach China zu kommen. Und jetzt geht's nach Chashan. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt hier in der Pico-Fabrik in Chashan angekommen und werde jetzt mit Ihnen mal anschließend in unsere Entwicklungsabteilung gehen und dann werde ich mit unserem Leiter der Technik, Hermann Hang, über den ICE4 sprechen. So. Wir werden dann jetzt mal zurück in die Entwicklungsabteilung gehen. Vorher schauen wir noch mal kurz in unser Design Department rein. Morning, guys. Oh, hier haben wir unsere Wall of Fame mit den ganzen Auszeichnungen, die wir bekommen haben für die Modelle der letzten Jahre, die hier in China gemacht worden sind. Eine ganze Menge. Hier ist unsere QC-Abteilung mit der Teststrecke und hier jetzt nun unsere Entwicklungsabteilung, Produktentwicklung. Morning to everybody. Oh, hello Hermann. How are you? Fine. Good to see you again. Nice to see you again. Yes. Had a good trip and yes. Everything fine here? Yes. Okay. So maybe I want to talk with you about the ICE4. Yes. Because this is just before production. Yeah. And I think we still make some tests and make some improvements. Yes, yes. Okay. Can we have a look on it? Yes. Hey, Ricky. So, wir gehen jetzt, hello, hey, wir gehen jetzt in den Testraum und schauen uns mal an, wie wir den ICE4 zusammenkoppeln können. Okay, can you, yeah, show me. Can you, oh, you put the hook first in. Okay, and then, und dann die Verbindung zwischen den beiden Triebköpfen kommt. Aha. And then you put it on the track. Okay. Okay, and then you can start. And how many, Hermann, how many cars are here now? 14. 14 cars? Yes. Wow. This is amazing. 14 cars run here. And now we have a little bit higher speed. Yes. You used a transformer with more amps, right? Yes, yes, sir. Okay. More amps. Wow.
okay, nicht so viele. Unsere Kunden werden 14 Wagen auf ihrer Anlage fahren können. Aber es ist schon sehr beeindruckend, dass das funktioniert. Normal im Set sind am Anfang erstmal 4 und dann können noch einige weitere Wagen hinzugefügt werden. Also man kann einen richtigen, originalen ICE4 zusammenstellen. Ich wünsche allen viel Vergnügen dabei. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir neben dem 14-teiligen doch uns auch mal den normalen ICE4, so wie er geliefert wird, anschauen. Und das wollen wir jetzt mal sehen. Aber wir lassen den 14-teiligen auch noch mal dazu laufen. Okay, so, you guys, please start. Okay. Okay? Okay. Okay, now we see. Ah, da ist der 4-teilige, der läuft schon rauf. Super. Und der 14-teilige, gut, bei dem Trafo natürlich jetzt etwas weniger Power. Und er flitzt durch die S-Kurve.